Ja, heute haben wir unseren Weihnachtsbaum hier auf dem Marienberger Marktplatz aufgestellt. Der Weihnachtsbaum, der natürlich dann inmitten unseres Weihnachtsmarktes steht. Der Baum stammt aus Sorgau, aus dem Ortsteil von Marienberg. Ist wie jedes Jahr eine private Spende gewesen, freue ich mich ganz besonders darüber. Von der Höhe her, technische Daten, 15 Meter hoch, 1,7 Tonnen schwer und 25 Jahre alt. Wir werden jetzt sukzessive bis zu dem Mittwoch vor dem ersten Advent dort natürlich Illumination anbringen, also Beleuchtung vorsehen. Wir werden den Weihnachtsmarkt aufbauen, werden Buden aufstellen. Geplant ist also auch in dem Marktbereich die Problematik mit Energiesparlampen zu machen. Wir werden eine Nachtschaltung installieren, um auch einen Beitrag fürs Energiesparen ein Stückchen mitzubringen. Das steht allerdings in unserer Weihnachtszeit im Erzgebirge nicht im Vordergrund. Also wir machen natürlich unser Erzgebirgslicht an, feiern unsere Vorweihnachtszeit und auch Weihnachten. Wir schmücken auch unsere Straßen. Wir werden also in diese Händlerstraßen hinein auch Lichterketten aufhängen, die mit LED-Technik bestückt werden. Ansonsten haben wir bei unserem Weihnachtsmarkt ja dieses Jahr leider keine Eisbahn. Die ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Da haben wir uns auch unter den Erzgebirgsstädten ein Stückchen abgestimmt, dass wir also das nicht machen. Nichtsdestotrotz werden wir unseren Weihnachtsmarkt natürlich sehr gemütlich gestalten. Wir werden ein Stückchen zusammenrücken. Wir haben jetzt Fläche, wo wir also auch für unsere Besucher noch mit parken können. Was noch mitspielen muss, ist natürlich das Wetter. Zurzeit ist es ja noch sehr warm. Wir haben ja eher Frühlingstemperaturen, als dass wir so ein bisschen auf Weihnachtsgefühle kommen. Aber ich denke, das wird sich ja auch noch ein Stückchen klären und glücklicherweise können wir am Wetter nicht drehen.